Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir als Ingenieur herstellen können und leider auch nur als Ingenieur benutzen können. Deswegen bin ich jetzt einmal auf meinem Worry, das ist quasi mein Ingi hier auf meinem Account. Und ja, ich habe das Ding auch schon gelernt, das schimpft sich Elementarfilterraketen. Was macht das? Befördert euch garantiert in eine ungefährliche Höhe über eure Umgebung. Ja, das hört sich schon so an, ob das irgendwie nicht so ganz ungefährlich ist. Wir brauchen, um das Ding einsetzen zu können, Stufe 60 an und auch Ingenieur der Dracheninseln auf zumindest Stufe 1. Ich setze das jetzt mal hier ein und ich hab's mir schon fast gedacht. Sterbe ich jetzt? Boah, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich könnte natürlich mit meinem Sprung jetzt gucken, dass wir überleben, aber ich will wissen, ob es tötet uns definitiv. Das Ding ist komplett ein kompletter Selbstmordknopf. Okay, I see. Und ja, wo ihr das herbekommt, werden wir uns jetzt gleich mal angucken, nachdem wir unseren Geist wiederbelebt haben. Wir können das Teil einmal im Auktionshaus kaufen. Das ist die eine Option. Wir werden jetzt gleich mal nachgucken, wie teuer das Ding ist. Die andere Option ist, ihr habt einen Ingi, das selber herstellen kann. Und wenn ihr keinen Ingi habt, beziehungsweise keinen kennt, der euch das herstellen kann, dann könnt ihr euch auch das hier bei den Handwerkern bauen lassen, beziehungsweise einen Auftrag erstellen, ne? Und da schauen wir jetzt mal, ob wir den Raketenhelm da finden. Raketen. Ja, hier haben wir ihn. Und was schauen wir mal einmal drauf? Also, da haben wir das Ding. Die Herstellkosten sind hier 15.000 Gold. Das sind, glaube ich, alle Sachen, die wir so uns kaufen können. Oder ihr kauft es direkt im Auktionshaus. Da werden wir jetzt mal schauen. Leider sehe ich jetzt hier mit dem den Preis nicht. Wahrscheinlich, weil ich das Add-on nicht anhab. Aber wir gucken jetzt einfach mal, für was es das drin ist. Hier für 60k. Och nee, das ist. Ah nee, das ist Raketenhühnchen. Ah, ich bin hier auf Lothar. Das ist ein Low-Pop-Server, da sind die Sachen gar nicht drin. Jetzt schauen wir mal hier auf meinem anderen Char. Der ist auf Antonidas, da sieht es ein bisschen besser aus. Ketenhelm mit einem H vielleicht. Da haben wir es. Also hier ist es in etwa für 60.000 drin. Heißt, wenn wir uns das Ding jetzt über einen Arbeitsauftrag herstellen lassen, ne, fahren wir deutlich günstiger. Weil da hatten wir ja jetzt hier nur ein paar tausend Raketen. Hatten wir jetzt hier genau 15.000, ne? Ist schon eine deutlich günstigere Geschichte. Müsst ihr halt die Mats einmal aus dem Auktionshaus zusammenkaufen und dann dementsprechend hier einen Arbeitsauftrag stellen. Ich habe mit wenigen 100 Gold, kriegt ihr das meistens schon durch. Hat einfach den Hintergrund, die Leute wollen ihre Weekly-Quest abschließen, ne? Wo sie Arbeitsaufträge erfüllen müssen. Und Erstherstellungsbonus, der greift meistens euch auch noch ein bisschen unter die Arme. Und dann könnt ihr mit relativ günstigen Preisen tatsächlich euch so Teile craften lassen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Das Toy hat übrigens auch eine... Ach, das hat einen Tag Abklingzeit, sehe ich es gerade. Aber gut, ist nicht wild, weil man will sich es eigentlich eh nicht nochmal benutzen. Das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass es nützlich ist, wenn man das Ding kombiniert mit einem Goblin-Gleiter, irgendwo, wo ihr vielleicht nicht fliegen könnt, könnt ihr euch sehr weit hoch... Also es ist ja wirklich extrem weit oben gewesen. Und dann setzt ihr den Goblin-Gleiter ein. Das könnte ein vernünftiger Fall sein, wo man es benutzt, aber sonst tötet ihr euch halt einfach nur selber. Also, ne, Goblin-Gleiter plus Hochschießen kann eine nette Sache sein, aber jetzt hier auf den Dracheninseln wüsste ich jetzt nicht, wo man es verwenden sollte. Gut, dann sind wir fertig mit dem kleinen Video-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.